Informationen für die Alles klar, ich habe ihn. Fahrzeug ist lokalisiert. Das ist unfair. Ich kümmere mich darum. Das ist unfair. Kleiner Mistviecher. Code 4, Verdächtiger ist verhaftet. Sowas hasse ich wie die Scheiße. Da kannst du wieder nichts dafür, aber es ist einfach nur behindert, hä? Ja, komm, leck mich halt. Dann wieder von vorne anfangen. Na gut. Es soll dir nochmal verziehen. 20.000 für den Arsch. Zentrale, Bravo 3-3. Fordere 28. Ja, ich auch. Habe ja einen Verdächtigen, der auf die Beschreibung eines 1032 passt. Er hat mich gerade verhaftet. Nur mal so sinnvoll. Fahrzeug ist ein blauer Supra. Fährt mit zu hohem Tempo und wird immer schneller. Na super, der Verdächtige fliegt. Na super. Code 3 und nehmen die Verfolgung auf. Ah, schade. Das hat schon mal funktioniert. Na gut. Jetzt? Du bist allein? Achso, ne. Na, tatsächlich einen zweiten. Hat er noch einen Kumpel gefunden. Ist ja schön. Hallo, 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 hallo. Na, wie geht's Frauen und Kinder? Ich hab gar keine Frauen und Kinder. Yo. Zentrale 1033. Hier ein ausgefallener Einsatzwagen. Ups. Ups. Echo 15. Ihr seht mich gleich im Rückspiegel. Zack. Wo du andere wieder hinfahren? Da muss ich mich nicht, dass ich die ganze Zeit abhaue hier. 3-5. Erbitte aktuellen Situationen. Kannst du haben. Sind immer noch Code 3 und versuchen dran zu bleiben. Fahr eure Autos in Grund und Boden, so sieht's aus. Ah, jawohl du! Eumeldäumel. Negativ. Setz ihn weiter unter Druck. Wiederhole. Weiter unter Druck setzen. Haltet Rettungseinheiten bereit. Würde das Fahrzeug rammen. Du wirst mich rammen. Ja, mach mal. 10-33. Brauche dringend Unterstützung. Schick mir ein... Hab's doch schon einen Haufen. 10-4-2-1. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Naja, ein bisschen üben müsst ihr schon noch, wenn er gegen den mächtigen Bruce, Bruce Hoden, Hoden allmächtig. Ja, ihr habt mich schon wieder verloren. Ich hab ihn verloren. Ja, wir müssen das Gebiet durchsuchen. Müsst ihr nicht, aber ich werde euch vielleicht helfen. Einheiten der Code 3 Verfolgung. Ah. Fahrzeug. Zentrale, Code 6 Zielobjekt gefunden. Nehme Verfolgung. Ich weiß zwar nicht wo, aber... Ah, da. Wie kommst du? 10-4, Charlie 3. Charlie 15. Ich bin parallel zu euch unterwegs. Du willst denn beim Kreis parallel sein? Versuch mich da vorne abzusetzen. Schließe mich Unterstützungseinheiten an.
Und jetzt auch schon geäumelt. Der Verdächtige hat sich seinen Weg durch die Straßensperre gebahnt. Verfolgereinheiten, Achtung. Wir haben eine Straßensperre für euch errichtet. Das hätte mir ganz schön langsam. Fahren weiter! Verdächtiger ist entkommen! LOL! Der hat auch gerumst. Einheiten für den Einsatz. Schickt alle, die wir kriegen können. Okay, Roger, hier. Ich hoffe, ich habe einen Umstoß. Verdächtiger ist gerade an uns vorbeigerast. Gehen auf Code 3. Oh, mit Chiefs. Yo. Verdächtiges Fahrzeug ist durchgebrochen. Der das Chaos hier räumt, dann bin ich wieder keine Ecke tot. Wie viel Kopfgeld brauchen wir denn nochmal? Irgendwas mit 70, glaube ich. Ich versuche ihn einzuholen. Stand by. Aber wir könnten, falls ich es mal ergibt, eine Speicherpause machen. Code 6, Fahrzeug verloren. Ringfahndung einleiten. Zack. Mit Frontalzusammenstoß ausgeschaltet. Das habe ich, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht geschafft. Jawohl. Er hat alle anderen ausgenockt. Gibt es noch Einheiten, die ihr hier herschicken nee. Könnt? Fahrzeug entdeckt. Schickt Einheiten her. Bravo 28, haltet durch. Ich bin direkt hinter euch. Aus welchen Bäumen eurem habt ihr Snatch mit aufgebaut? 15, okay. Bin dabei. Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde... Ups, der fährt auf einmal weg. Nein. Dann hätte ich euch jetzt wirklich umgebracht. Ja, kommen. Verdächtiges Fahrzeug ist durchgebrochen. Gerade hat er 10 und alle Verfolger. Wir haben die Strecke vor euch abgesperrt. Achtet auf euer Tempo. Ich werde ihn überholen im Festmahl. Oh, davor drehe ich nochmal um. Versuche aufzuholen. So. Hab ihn verloren. Sperr die Gegend ab. Mal sehen, die Absperrung wäre schon nochmal ganz hilfreich. Ja, genau. Wunderbar. Auch den Meilenstein haben wir. Verdächtiger hat sich gerade überschlagen. Das sowas kann extrem bitter für euch enden. Das sage ich euch schon mal. Das müsste noch sein. Jetzt, setz ihn aus der Gefecht. Komm schon, gleich haben wir es. Kann ihn jemand ablenken? Dun, dun, dun. Ach komm, entziehen wir uns der Festnahme, fertig. Sichtkontakt verloren. Fahre in seine letzte bekannte Richtung. Verdächtiger verloren! Schickt Einheiten voraus, die das Gebiet durchkämmen! Einheiten auf dem Weg zur Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet in Fahrtrichtung Norden. Ups, ausgerechnet, da sind natürlich die Cops. Fuck, und es hat nicht funktioniert. Verdächtiger fährt über den Campus! Wir nehmen den Fahrzeug. Ihr macht den fertig! Ich bin alleine. Er hat alle Fahrzeuge. Ich fahre nochmal eine Runde. Wir haben alle freien Einheiten im Einsatz. Haltet durch. Sind mit Code 3 zu euch unterwegs. Ups. Schicke das Gebiet ab. Hab mein Ziel verloren. Bestätige. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in nördlicher Richtung. Auf dem Campus Circle. Einsatzleitung, er bittet umgehend die Sperrung des Sektors. Der Verdächtige muss sich irgendwo versteckt haben. Einheiten bleiben bis auf weiteres auf Code 6. Zentrale, habe Verdächtigen gefunden, mit dem wir schon zu tun hatten. Code 3 Verfolgung. Schon langsam möchte ich aber das ganze Kopfgeld mal nach Hause fahren. Das war noch nicht viel. Aber dann können wir, glaube ich, ruhig schlafen. Vor allem für meinen schlechten Tag hier heute, irgendwie zeige ich nämlich gar nichts. Zentrale, hier ist Bravo 28. Nähern uns Code 6 von Nordwesten. So, jetzt fahre ich noch einmal ein halbes Mal rum.
Und dann fahre ich ins Versteck rein. Hier ist Sierra 1. Hier passt einer genau auf die Beschreibung des Verdächtigen. Stand by. Zentrale, der mögliche Verdächtige ist sauber. So. Nee, oder? Oh, ich dachte schon wieder. So. Und? Jawohl, geschafft haben wir's. Okay, du hast diesen Baron auf dich aufmerksam gemacht. Er will unbedingt gegen dich fahren. Also los. Yo, mein Mädel. Ich spring doch schon, meine Zuckerpuppe. Was? So viel Kopfgeld haben wir jetzt? Braucht der nicht nur 400? 500 meine ich? Ah. Da bin ich dann später mal gespannt. Sollen wir jetzt den noch herausfordern? Nee, ich mach das nicht. Ich verabschiede mich jetzt wieder von dieser Aufnahme. Dann können wir nächstes Mal gleich voll durchstarten gegen den Baron. Ich verabschiede mich wieder mit den Übersichten. Karrierenfortschritt 24%, Kopfgeld 614.450, wir haben bald unsere erste Million, Leute. Dann sind es nur noch 9 Millionen, bis wir alles haben. Geld 138.350. Da kann man uns schon mal ein Motor oder sowas von leisten. Also gut. Bis zum nächsten Mal. Also ich schätze, ich werde morgen wieder aufnehmen. Also bis dahin. Euer Hoden in Most Wanted wünscht euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Servus. Subscribe.